Hallo, wir vloggen jetzt. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute dachte ich mir, nehme ich mal die Kamera mit, weil ich unfassbar dieses Vloggen vermisst habe. Also unbedingt erstmal Daumen nach oben, wenn ihr sagt, das Vloggen habe ich vermisst. Julian, es freut mich, euch aus der Vlogging-Perspektive zu sehen. Ganz kurz, wer es noch nicht gesehen hat, hier steht so eine riesengroße Biluf. Boah, krass, sieht die gerade klein aus. Aber die ist gar nicht so klein. Hier steht so eine riesige Belu-Flasche und ich denke, wir werden die ins Büro stellen. Ja. Aber heute nicht, wir haben Samstag, ne? Ja. Aber ich möchte gar nicht so viel labern. Wir starten jetzt einfach in den Tag und wir haben uns schon was ganz Cutes ausgedacht. Bianca, hier hin! Sehr gut. Ja, fein! Da sind sie gehorcht. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir so kleine Belu-Taschen machen wollen. Wie viel? Zwei? Vier? So vier Packungen und wollen in die City gehen und die dann Zuschauern schenken. Guck, dann haben wir so eine Tüte. Und dann hauen wir da einmal Cotton Candy rein. Ja. Plop. Dann einmal Happy Spring. Kommt natürlich auch rein. Und was haben wir noch? Flashy Apple. Vielleicht gehen wir einfach auf der Straße Leute sagen, hey, du da. Und dann sagen die, oh, hi, ich mag Bilou. Das ist sehr unrealistisch, dass sie das sagen, aber... Leute, ich habe mich noch gar nicht... Ich habe mein letztes Video, habe ich gemacht und habe aber nichts zu meinen 3 Millionen Abonnenten gesagt. Einfach aus dem Grund, weil ich das schon viel früher begonnen habe zu drehen und dachte mir, ich kann es nicht einfach in der Mitte plötzlich anfangen. Also erst nochmal ein riesen fettes Dankeschön für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe einfach die 3 Millionen Abonnenten hier auf diesem Kanal erreicht. Das ist so unfassbar krank, wenn ich überlege, dass wir... weiß ich nicht. Das ist. Ich freue mich einfach unfassbar krass darüber. Praktisch sprachlos möchte ich behaupten. Sehr stolz auf dich. Dann würde ich sagen, packen wir unsere 4 Bilou-Taschen und da nichts wie los, oder? Das Wetter ist so bombastisch. Ich war gerade so draußen. Ich habe mir die Zähne draußen geputzt auf dem Balkon. Okay. Putzt man die eigentlich auch mit einer elektrischen Zahnbürste? Ja, natürlich putzt man die. Was macht man denn damit sonst? Naja, putzen ist ja eigentlich so tsch, 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 und die hältst du ja nur so. Ja, aber du putzt die doch trotzdem sauber. Mhm. Ja. Okay, wir gehen jetzt. Es wird ein bisschen creepy. Manchmal stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob die Pflanze überhaupt an der Art viel Wasser interessiert ist. Komm, Julian, nein, hör auf! Du brauchst immer so lange, da brauchen wir 100 Jahre, um fertig zu sein. Ja, aber das muss ja einer noch kurz aufräumen hier. Ich räume das nicht auf. Was hast du gerade gesungen? Ich möchte nicht noch. Wenn du jetzt nur den einen Satz singst, dann werde ich auf dein Video hinweisen. Ich sag den Satz. I'm in love with the shape of you. Ja, Bibi hat gerade richtig laut hier abgesingt. Und zwar, die Bibi hat ein neues Video mit Ed Sheeran gerade gedreht, beziehungsweise vorgestern. Woo! Und das ist jetzt gerade online, wenn ihr das seht. Das ist richtig lustig geworden. Und unter anderem hat Ed Sheeran dieses Lied gesungen. Ja. Nein, Julian, komm, gib uns mal eine Kostprobe. Zieht's euch rein. Meinst du, meine Oma kennt das auch, das Lied? Sollen wir anrufen? Nee. Okay, wäre ja nur witzig für den Vlog. Okay, dann ruft man die nicht an. Schade, der Vlog wird leider nicht witzig. Wahrscheinlich wird das voll der Fail. Ich gebe irgend so ein Mädel das, oder du. Und die so, was? Mag ich jetzt nicht besonders gerne, aber nehme ich dennoch dankend an. Hey Siri. Jetzt meldet sich mein Siri. Meldet sich das andere Handy. Ich komme nicht mehr klar. Auf jeden Fall habe ich jetzt das neue iPhone, weil mein altes extrem hart kaputt war. Der Akku hat gerade nur noch 20 Minuten gehalten oder so, aber wirklich 20, 30 Minuten. Ich habe mich an allen vorgedrängelt. Das war richtig schlau von mir. Okay. Bianca will nicht, dass ich fahre. Okay. Tut mir leid, doch. Da werden wir gleich Leute rauspicken und denen die in die Bluetooth stecken tun. Juli, es tut mir leid, dass ich dich schon wieder unterbrochen habe. Ich bin cool damit. Nein, erzähl nochmal von deinem. Dreckshand da weg. Tut mir leid, Juli. Entschuldigung. Bianca ist gerade gegen diese Wand gefahren, gegen dieses Rohr da vorne, um genau zu sein. War keine Absicht. Jedes Mal beim Einpacken sage ich, Bianca, nicht so nah, aber Bianca ist so jemand, der sich denkt, sie wäre besonders cool, wenn sie nachher zeigen kann, oh, ich habe 1 Zentimeter genau geparkt. Das tut mir leid, ich dachte, da wäre noch ein bisschen Platz. Da
Aber ich habe mir den noch gar nicht gezeigt, oder? Komplette Wagen vorne ist Schrott gefahren. Das Ding ist, ich sag eben noch zu ihm, Julian, heute fährst du. Sag er, ich habe überhaupt keine Lust. Ja, ich habe auch keine Lust. Ich muss immer fahren, weil der. Stimmt, so das ist die Ausrede dafür, einen Wagen gegen die Wand zu fahren. Jeder Mensch würde jetzt weinen und du lachst. So, und als Bestrafung werden wir die Bibi jetzt erschrecken. Nein! Hast du nicht gemacht! Okay, let's go. Und eine Sache noch, ich hätte die neuen Bibi besorgen. Ja, wollt ihr die haben? Danke! Bitteschön. Oh, süß. Kennst du die neuen BU-Produkte? Möchtest du die haben? Ne? Oh, du kriegst doch das Schokolade. Aber das andere. Ja klar, oh, kriegen wir einen hier. Bitte schön. Ja klar. Ja. Oh mein Gott, ich mache so was. Hast du schon die neuen BU-Produkte? Oder kennst du die? Möchtest du die haben? Ne? Ja? Bitte sehr. Sollen wir jetzt mal ein Foto machen? Viel Spaß noch. Die Bilou-Tüten sind verteilt. Ich glaube, sie haben sich alle sehr gefreut. Teilweise waren sie vielleicht ein bisschen schockiert. Die eine hat gar nichts gesagt. Ja, ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet. So, jetzt wollten wir nochmal. So, das ist super unangenehm, Bianca. Dein Kopf ist immer abgeschnitten, wenn ich filme. Jetzt wollen wir halt du die Kamera. Nee, das ist ja noch oh, Ostereier. Oh, wann ist überhaupt Ostern? Übermorgen. Wie übermorgen? Wirklich über. Hat da gerade jemand meinen Namen gerufen? Na, also Julian hat sich anders. Ich bin total verwirrt. Eigentlich wollte ich hier nur noch mal kurz nach neuem Bettzeug gucken. Ja, mal wieder. Und irgendwie sind wir jetzt in der Kinderabteilung gelandet. Sollen wir nach Babysachen gucken? Lass mal. Mein Arm. Falls wir irgendwann mal. Ja, super Perspektive. Falls wir irgendwann mal ein Kind kriegen sollten, suchst du jetzt mal die Klamotten für. Ich ein für Mädchen. Ich will für ein Mädchen. Ich will fürs Mädchen. Nein, ich will fürs Mädchen. Ich suche für den Jungen raus und für ein Mädchen. Und das bessere Outfit nehmen wir einfach mit. Und wenn wir wirklich ein Kind haben, kriegt das genau das. Soll das machen? Oh, das ist so süß! Julian redet davon, ein Kind zu bekommen. Ich kaufe jetzt Babyklamotten. Was ist aus mir geworden? Möchtest du ein Kind? Nee, aber irgendwie finde ich das voll cool. Und wie, nee, hallo? Was, habe ich nee gesagt? Ja, du hast nee gesagt. Das war intuitiv. Boah. Ja, gerade nicht. So. Guck mal. Oh mein Gott, ist das süß. Guck mal. Seht ihr das? Aber wisst ihr, was ich am allersüßesten finde? Babyschuhe. Kuschelbär. Ein Teil. Aber das ist schon sehr groß, wenn, ne? Wenn der Kakamus, fällt das dann da durch? Oder wie? Nein, du. Plop. Babyschuhe. Julian, nimm meine Tasche mit. Ich will die nicht tragen. Guck mal, wie süß. Die hier sind cool. Boah, die sind aber echt total süß. Lass die mitnehmen. Rosa mit Regenbogenschnürsenkeln. Kann man sie auch als Anhänger machen. Hey, wenn ihr uns jetzt noch so 10 Jahre verfolgt, dann werdet ihr irgendwann ein Video sehen, wo wir diese Schuhe auspacken und die eventuellerweise. Boah, ist das süß. Also tut mir leid, wenn das nicht süß ist. Ich hab voll Bock auf ein Baby, das dann die ganze Zeit anzuziehen. Das wechselt dann, mach ich so Outfitwechsel. Du Scheiße, das arme Kind. Weißt du was, ich glaube, das ist wirklich das. Warte, nicht. Nachher nehmen die uns die Kamera ab. Nein. Mach undercover. Das ist das Süßeste. Ich hab das hier aufgehangen, sehr voll. Das ist das Süßeste und Romantischste, was jemals aus deinem Mund kam. Romantisch? Dann will ich das nicht. Doch. Der guckt ein bisschen böse, der Typ. Die sind alle so böse. Ich glaube, wir dürfen hier nicht filmen. Ich mach die Kamera aus. Leute, so krass. Wir wurden gerade weggeschickt vor so einem Laden, weil da zu viele Leute Fotos mit uns gemacht haben. Dann sind wir jetzt so in so eine Seitenstraße geflüchtet. Nein, geflüchtet kann man nicht sagen, wir sollten ja weggehen. Auf jeden Fall ist das irgendwie sogar die sonnigste Seitenstraße, die ich jemals in Köln gesehen habe. Ich war ungelogen. Ey, ich lebe mein ganzes Leben lang in Köln. Ich war noch nie hier. Ich weiß nicht mal ansatzweise, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, wie wir hier hingekommen sind. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir nach Hause kommen. War ohne Scheiß, gutes Wetter macht einfach immer gute Laune. Gutes Wetter gleich gute Laune. Hallo. Machen? Ja, klar. Wir haben es gerade in der Stadt und waren gerade noch im DM und haben ein Musical.ly mit den neuen Bilou-Produkten gemacht. Also schaut mal auf Musical.ly vorbei, der heißt da Julianka. Und jetzt würde ich gerne das Cabrio aufmachen und habe voll vergessen, wie das geht, weil der Sommer schon so lange her ist. Leute, dieser Moment. Oh. Das heißt Sommer, das ist kein Frühling, das ist Sommer für mich. Jetzt fahren wir auf jeden Fall nach Hause.
vielleicht später noch mit Freunden treffen oder so und vor allem mein Video schneiden. Bibis Video ist auch noch nicht ganz fertig. So, der Text? Das ist so geil. Ah, das tat voll weh. Das war's mit meinem Video. Meine Augen sind so krass rot und alles brennt mir im Gesicht. Ich habe ja, ihr wisst ja, ich habe so eine Tierhaarallergie. Alles, was mit Tierhaaren und Tierfedern und so zu tun hat, bin ich voll stark gegen allergisch. Und wir waren gerade bei Freunden. Und deine Hand riecht nach Happy Spring. Echt? Und die Freundin geht auf jeden Fall reiten und hatte ihre Pferdesachen da alle liegen. Und ey, ich habe das so hart gemerkt. Meine Augen haben getränt. Ich weiß nicht, ob Allergiker unter euch sind, die das kennen. Das ist so ätzend. Weil bei mir wirkt das dann immer so aus, dass meine Augen tränen und ich dann immer so... Habe ich gut beschrieben, oder? Leute, das war's auf jeden Fall mit meinem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hier neben uns, Bibi spielt schon die ganze Zeit mit diesen Kinderschuhen rum. Die sind aber auch süß, Leute. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht habt ihr gerade morgens und sagt sich so, gute Nacht, ich hab gerade erst geschlafen. Gebt mir unbedingt mal einen Daumen nach oben, da würde ich mich echt drüber freuen. Für mich weißt ist das du, eine super krasse Abwechslung, dann weiß ich nicht, das ist sowas anderes. Am liebsten, ganz ehrlich, am liebsten würde ich ein normales Video vloggen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt, dass Julian aus seinem Kanal wirklich mal wenn ihr das feiern würdet oder so. Und sagt, okay, das wäre cool, das würde mir gefallen, dann gebt mir einen Daumen nach oben, da wäre ich echt... Und schreibt's auch in die Kommentare, damit wir das schreibt's die Kommentare, sehen. Daumen nach oben, ich will es auf jeden Fall sehen. Vielleicht bin ich ja bald so ein Halbtags-Vlogger. Wer weiß das schon? Das war's und jetzt unbedingt in Bibis Video vorbeischalten, verlinke ich euch hier mit Ed Sheeran, hat sie ein Video gedreht und zwar die Gorgel Challenge. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Einschalten. Tschüss! Wir haben übrigens gerade 3 Uhr oder so. Ich bin sehr müde. Ich muss das Video noch das Ende bearbeiten. Die Bibi hat mir voll geholfen beim Schneiden. Dankeschön. Oh.